ihr Lieben, ich bin Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach, Datingcoach in Hamburg, München in der Nähe von, ja, nee, Berlin, egal, vielen Stellen. Und ja, Love Island 10, zweite Woche ist rum und ja, spannende Folge wieder. Wir gehen es einfach mal durch, wenn du irgendwas aus irgendwelchen Gründen noch nicht auf meinem hervorragenden Kanal warst, schau mal auf liebische.de da vorbei. Viele Anregungen rund um Dating, Änderung des Beuteschemas, Liebeskummer und so weiter. Und mein neues Buch. Unten drunter verlinkt. Amazon hat schon 2000 direkt von der Druckerei abgenommen. Aber bis das dann alles ausgeliefert ist und ich weiß nicht was, schauen wir mal. So, jetzt sehen wir erstmal Adriano, wie er seine Freundin da so halb verschachert. Ich weiß, jetzt ein bisschen krass ausgedrückt. Wie gesagt, du bist eine Granate und du bist ja auch nicht so ein Knallfrosch oder so eine Platzpatrone, die nicht hochgeht. Ich weiß, ich schieße mir gerade ins eigene Bein, weil ich weiß, wie attraktiv Bianca ist. Das will ich dann. Muss ich auch ehrlich sagen, die ist mir auch direkt aufgefallen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das findet. Er sagt dann quasi, was hört sich alles jetzt so entspannt an, aber pff, ich finde es schon krass. Also so ungefähr, ja, mach ruhig meine Frau an. Bist ja eine Granate, was soll's. Also klar, es hört sich alles so entspannt an, aber heißt, glaube ich, nur eins, vor allem, wenn man die Folge dann weiterverfolgt, dass er einfach nicht richtig auf sie steht, auf Bianca. Ne? Ich meine, es ist wie es ist, ne? Und sagt aber auch nicht so, obwohl jetzt zum Ende sagt das dann mehr. Aber ja, das ist schon echt ein dickes Brett, finde ich. Ja, dann fragt Francesco, ich glaube die Soldatin, ob sie introvertiert ist. Also wie bist du denn mehr so introvertiert oder? Boah, ich habe voll keine Ahnung, was das ist. Ja, kann sie ja glaube ich nicht so viel mit anfangen, aber egal, ich wollte nur sagen, die heutzutage die richtige Antwort ist ja da drauf. Ich bin beides, ich bin introvertiert und extrovertiert, ich bin super speziell und mal so und beides gleichzeitig. Das ist eigentlich heutzutage die korrekte Antwort auf sowas. Aber egal, das nur am Rande. So, jetzt finde ich auch gut, greift sich Amandu mal an Adriano. Hören wir da mal rein. Also ich habe jetzt nicht viel mitbekommen, aber Bianca sah ein bisschen unglücklich aus. Heute? Ja, jetzt eben. Ja? Mhm. Das ist irgendwie das Problem. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Adriano da keine Gewahrsein für hat, hat er glaube ich schon, aber dieses Problem im Minuspol, dass man sich dann halt so, keine Ahnung, sich um sich dreht manchmal oder mit sich beschäftigt ist oder ich weiß nicht, wie man sagen soll oder einfach nicht das Bewusstsein dafür hat, dass das vielleicht anderen wehtun könnte, so, ne? Also die Bianca sagt doch irgendwann, boah, der hat den ganzen Tag nicht mit mir geredet irgendwie und dass er da scheinbar so gar kein Feeling für hat, dass das vielleicht ja, ihr wehtun könnte, aber gut, es fällt auch so ein Dilemma, dass er merkt, irgendwie, er fühlt sie nicht so richtig, weiß nicht, was er jetzt machen soll, sowas ansprechen, verletzt er sie noch mehr, vielleicht will er auch einfach nur abwarten. Also er kommt da wirklich schlecht weg in dieser Folge. Ich muss aber auch sagen, es ist einfach, manchmal ist man auch, wenn man so ein bisschen im Minuspol ist, ist man auch schnell der Arsch irgendwie, also es ist ja nicht so, dass er sie jetzt manipulieren würde, so wie das vielleicht Henrik teilweise gemacht hat in der letzten Staffel. So, aber ja, er kommt da wirklich, ja, es ist ein Dilemma. Vielleicht müsste er einfach, hätte er eigentlich noch viel früher sagen sollen, es passt nicht und nicht so, ja, das so mitnehmen sollen vielleicht. Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was da in ihm vorgeht. Also meiner Ansicht nach sollte Bianca da auch viel mehr gegensteuern und das ist auch ein bisschen das Problem, wenn man dann nie was sagt, alles mitmacht, anstatt dass man, okay, die sind jung und so, aber ist ja egal, wir gucken uns das ja datingmäßig an, sollte viel mehr sagen, ey, was ist los, wieso redest du nicht mit mir, wieso machst du nichts, wieso küsst du mich nicht, das ist immer einer der größten Fehler, wenn man meint, mit Bindungsängsten zu tun zu haben, dieses bloß keinen Ärger machen, völlig kontraproduktiv, also ich empfehle ja wirklich, klar, immer nett, immer eigene Sprüche sauber halten, aber ja, immer ansprechen, immer rein ins Vergnügen und mal schauen, was passiert. Aber wir erinnern uns an gestern das Video, was ich gemacht habe und die Folge.
man kann jetzt, also klar, Bianca ist jetzt arme Tropf, der das alles erlebt, aber sie hat auch die Zeichen nicht gesehen. Sie hat ja noch gesagt, ich kann es handeln, habe ich ja gestern schon gesagt. Das sagt sich so leicht. Und jetzt sieht man, dass sie es nicht handeln kann, ne? Beziehungsweise handeln muss, was da jetzt passiert. So, jetzt haben wir nochmal schönes Hochleistungsdating hier. Willst du eigentlich heiraten irgendwann? Oder ist das was? Doch schon. Ja, also das ist, glaube ich. Ich meine, ihr Freund ist ja auch so ein bisschen. Er hat ja auch gesagt, er hätte noch nie eine Freundin, eine Frau so richtig geflasht. Und das ist. Da tut sich, glaube ich, kein Gefallen mit, weil man sich eine Woche kennt. Klar, wir können immer über Ziele reden, über die Zukunft reden, aber gibt so ein Sprichwort im Dating, wenn man zu viel über die Zukunft redet, dann hat man schnell keine mehr. Gilt eigentlich eher für Männer, aber ich glaube, da tut sie sich jetzt auch gerade nicht so einen Riesengefallen. Ja, und jetzt nimmt sich Emilia Bianca vor und sagt ihr mal, dass das Problem ist im Pluspol. Finde ich, sagt sie, super. Aber ich habe manchmal einfach das Gefühl, dass du dich so verstellst, nur um ihm seinen Freiraum zu geben. Man verstellt sich, um zu gefallen irgendwie, ne? Und das geübte Zuschauer meines Kanals wissen natürlich, das funktioniert nicht. Funktioniert bei ihr auch nicht. Also ich hätte das wirklich gewünscht, muss ich echt sagen, aber dass das innerhalb von 24 Stunden so krass kippt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ja vor Ort, das ist ja auch 24 Stunden, ne? Die hängen da ja nur ganz knapp hinterher, das ist ja im Gegensatz zum Bachelor, also ist jetzt nicht live, natürlich müssen sie schneiden, aber die müssen ja diese Zuschauer-Votings damit reinkriegen und ja, das hängt, glaube ich, immer nur so 24 Stunden hinterher. Schon krass. So, jetzt heult Bianca da rum und da kommt Adriano rein und ich weiß nicht, ob RTL das so ein bisschen verschnitten hat oder ob das ernst gemeint war. Feel free. Geht er an ihr vorbei, sieht sie heulen und sagt, feel free. Also, das finde ich total cringe. Also, auch wirklich, muss ich sagen, wenn das jetzt nicht entsprechend komisch geschnitten ist, echt unempathisch, muss man echt sagen. Weiß ich nicht. Ich meine, klar, er kann jetzt aus seinen Gefühlen keine Mördergrube machen, aber, weiß nicht, sagt man das heutzutage noch so, keine Ahnung. Kann man zu ihr hingehen und sie trösten, ey. Ich meine, und dann sie heult da rum, feel free. Boah, schon echt weird. 12 o'clock midnight. So, dann kommt die Paarzeremonie. Können wir mal kurz reingucken. Ob ich der Richtige für dich bin? Ich würde. Und dann muss ich fairerweise sagen, dass er da schon. Also, wie gesagt, er ist nicht so ein manipulativer Minuspol. Vielleicht ist es. Ja, Gott. Wer ist nie manipulativ, ne? Keine Ahnung. Vielleicht hat er es zu lange ausgesessen, aber zumindest hier, jetzt an diesem Punkt. Bekennt er Farbe. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, also falls euch sowas im echten Leben, also wenn jemand nach einer Woche intensiven Kennenlernens und das, was die da machen, das ist ja wie 20 Dates irgendwie, ne? Jeden Tag sehen, Partyatmosphäre, lustige Atmosphäre. Wenn der dann noch nicht weiß, ob er sie will oder nicht, dann wird er das auch nach 10 Jahren nicht wissen, so würde ich mal sagen. Und da kann man eigentlich, das Blöde ist, dass sie jetzt wieder Hoffnung schöpft, aber ich meine, das ist auch ein bisschen ihr Thema jetzt, ne? Ich denke, wenn er ganz ehrlich gewesen wäre, hätte er eigentlich sagen müssen, aber da hätte er gehen müssen, ne? Das ist auch scheiße gewesen. Hätte er sagen müssen, das wird nichts mehr. Also, das ist hier, weiß ich nicht, es kommt einfach nicht in Fahrt bei mir. Und weil, also, es ist meine Meinung, weiß nicht, wie ihr das seht, so ein Dating-Prozess, der muss gleich abgehen wie die Feuerwehr. Also dieses, weiß ich nicht, jemand muss sich immer erst. Also am Anfang gab mir auch diese Hormonunterstützung und das ballert so richtig und oder was weiß ich, was da in einem alles vorgeht, aber es soll richtig krachen und wenn das gleich so losgeht mit, boah, ich muss erstmal überlegen, wo ich meine Mauern runterfahren kann und ich muss erstmal noch ein paar Wochen nachdenken und muss mal, weiß nicht, jeden Tag meditieren da 5 Stunden drüber, was ich denn fühle für dich oder vielleicht auch nicht und also wenn mir das so heutzutage als Mann passieren würde und ich würde sowas von der Frau hören, würde ich sofort die Nummer löschen, würde ich sagen, komm, echt abhaken, ne? Oder weiß ich nicht, keine Ahnung, oder in die Freundschaft Plus oder in die Freundschaftsschublade stecken oder ich weiß nicht was, aber da wird nichts draus, meine Meinung.
Ja, kommentiert, abonniert fleißig, drückt die Glocke, sonst bekommt ihr keine Nachrichten, auch nicht, manche sagen, die kriegen ja mal keinen Livestream, die Nachrichten, da müsst ihr nicht nur abonnieren drücken, sondern auch die Glocke. Sonntagabend haben wir das Thema auf Twitch Trainingskompetenz, vielleicht sehen wir uns noch auf Facebook live, aber jetzt sind gerade echt groggy, vielleicht auch nicht. Muss ja auch noch Fußball gucken und alles. Ja, schauen wir mal. Und wir werden uns bald wiedersehen.